Dämpfer für den Titelfavorit. Erster personeller Rückschlag für die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen im Vorfeld der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Offensivspielerin Jennifer Marojan zog sich einen Innenbandriss im rechten Knie zu und wird für die WM ausfallen. Bundestrainerin Silvia Neid sagte dem SID während des DFB-Lehrgangs in Kaiserau, es tue ihr unheimlich leid für Marojan. Auch Kerstin Gare-Frekes drückte Mitgefühl aus. Keine Spielerin möchte verletzt sein oder möchte sich verletzen jetzt in dieser Zeit und ist natürlich total bitter und total traurig für Jenny. Indes reagierte Neid prompt auf den Ausfall und nominierte Stürmerin Conny Polers. Sie habe jetzt die Chance, sich für den Kader anzubieten, sagte Neid. Abwehrspielerin Sonja Fuß begrüßte die Berufung ebenfalls. Ich denke, dass Conny Polers eine gute Wahl war. Sie ist diese Saison auch Torschützenkönigin geworden, hat, wenn man es, glaube ich, sich mal ausgerechnet hat, alle 31 Minuten ein Tor geschossen, was eine hervorragende Leistung ist. Und sie wird natürlich unseren Kader demnach beleben. Am Dienstag endet der dritte Lehrgang der DFB-11. Nach einigen freien Tagen trifft sich das Team dann am Sonntag in Bitburg zur nächsten WM-Etappe.